Schiedsrichtern. Abschlag von Tor der Berliner. In München wirft man den Blick auf die Uhr. Nur wenige Zuschauer brechen bislang auf. Man ist sich nicht ganz sicher, ob da nicht plötzlich ein ganz kalter Konterschlag aus den Reihen der Berliner kommen kann. Wir, wie gesagt, zwei neue Leute im Spiel haben, von denen einer jetzt über den rechten Flügel, nämlich Brück, Raum zu schaffen versucht für den anderen, für Krämer. Dann noch einmal Brück. Die beiden zusammen, sie sagen sich, wir haben wahrscheinlich den längsten Atem, drum spielen wir zusammen. Dann schaltet sich Gerstorf ein, dann kommt Brück und wird an der Strafraumkante gelegt. Und was gibt es? Herr Freistoß. Aber das würde ich sagen, ohne die deutsche Schiedsrichtergilde beleidigen zu wollen, das wäre für eine Mannschaft auf eigenem Platz für den FC Bayern schon fast ein Elfmeter gewesen. Aber man soll sich darüber nicht etwa mokieren. Gefährlich genug ist es auch so. Man weiß, wie gefährlich Kliemann, wie gefährlich Gerstorf schießen können. Und die Bayern machen dementsprechend auch eine Mauer, in der außer Rummenigge und dem allein deckenden Augenthaler nicht mal, nein, Kraus, niemand mehr drin ist. Jetzt kommt auch noch Rummenigge zurück. Vielleicht kann man den Trainer noch hereinholen, damit auch noch einer gedeckt wird. Jetzt ist der gedeckt. Jetzt kommt das Freistoßmanöver. Tor! Im Münchner Olympiastadion durch Freistoß von Gerstorf. Die Bayern hatten eine Mauer gebaut, die nicht ausreichte. Man wird das vielleicht üben müssen. Man wird vielleicht auch dieses System ändern müssen. Da war für Junghans, zumindest so wie der Ball gekommen ist, nichts mehr zu halten. Und es steht jetzt 3 Minuten vor Schluss der Begegnung. 1:1. Ich sagte, der Freistoß ist bei Schützen wie Gerstorf und Kliemann ebenso gefährlich wie ein Elfmeter. Und so ist es in der Tat geschehen. 1:1 in München. Die Bayern, die schon gegen den HSV einen Punkt verloren haben, werden sich jetzt auch diesmal damit abfinden müssen. Zumal die Berliner natürlich jetzt das machen, was man auf Gegners Platz in einer Situation als Außenseiter gegen den haushohen Favoriten zu tun pflegt. Man schießt den Ball über die Außenlinie, man schaut damit, die Sekunden verrinnen zu lassen, die jetzt für den FC Bayern so schnell wie im Zeitraffer verrinnen werden. Und da ist Hoeneß an der Strafraumkante, Dürrenberger, passt zurück, Niedermeyer, jetzt sind sie alle wieder vorne, jetzt versuchen sie da vorne etwas zu erreichen. Das zu erreichen, was soeben von den Herthanern mit diesem Freistoßtor verhindert wurde, einen Sieg. Und da geht noch einmal los auf dem linken Flügel durch Milewski. Der zögert ein bisschen, wartet bis Schütze Gerstorf da. Gerstorf, der seinen ehemaligen Kameraden mit diesem Freistoßtreffer einen Punkt raubte. Dann gefault wird und so gibt es Freistoß für die Berlin.